Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Es wird jetzt eine kleine Veränderung an dieser Map oder an dieser Stormschild-Base geben. Und zwar muss ich als nächstes entweder den Turm einbauen oder den Turm. Und da weiß ich wirklich noch nicht, ob ich den Turm nehme oder den Turm. Auf jeden Fall, sobald ich einen von diesen beiden äußeren Türmen nehmen werde, wird der Mittelturm kaum noch angegriffen, beziehungsweise sehr, sehr wenig und sehr selten. Und da ich sowieso nur noch 800 Baumaterialien beziehungsweise 800 Plattenwände, wie auch immer, setzen darf, werde ich den Turm jetzt ein bisschen schrumpfen. Wie weit, weiß ich noch nicht. Ich war wirklich am Überlegen, ob ich den direkt auf dieser Höhe mehr oder weniger hier abreiße und hier ein neues Dach draufsetze. Dann hatte ich überlegt, ob ich den vielleicht doch da oben auf der Höhe abreiße und da was hinsetze. Aber ich glaube, ich werde den auf dieser Höhe hier komplett abreißen. Werde hier ein neues Dach drauf bauen, ein kleineres Dach, dass ich natürlich dementsprechend viel Baumaterialien wieder gut kriege. Und werde dann wahrscheinlich den Turm oder den Turm, ich weiß es noch nicht. Ich tendiere mehr zu dem Turm, weil da habe ich natürlich immer noch die Möglichkeit, dass sie so spawnen, dass sie auch... Ja, dass sie irgendwie da hinten spawnen, dass sie gezielt nur noch den Turm angreifen, nur noch den Turm oder den Turm. Dass der Turm in der Mitte fast gar nicht mehr oder eigentlich gar nicht mehr angegriffen wird. Was ganz gut wäre in dem Sinne, weil dann könnte ich hier ein bisschen Verteidigung wegbauen oder hier ein paar Platten einfach abreißen und könnte die Platten nach vorne setzen. Ich glaube, ich werde das Ganze machen. Ich werde den hier eben abreißen und wir sehen uns gleich wieder, wenn der einstürzt. So, jetzt sind wir ein oder zwei Schläge von dem Einsturz entfernt und ich eigentlich müsste man ja noch mal hochgehen. Eigentlich müsste ich da noch mal hochgehen und noch mal gucken, was ich da gleich abreiße. Ich glaube, das mache ich noch mal eben. Noch mal schöne Holzplatte da hinsetzen, weil das, was jetzt abgerissen wird, ist natürlich eine gute Farmarbeit beziehungsweise ein schönes Bauwerk, aber es sind auch extrem viel Materialien, die ich natürlich hier verbaut habe. Und so gesehen kann ich dadurch, also anders gesagt, alles, was ich hier verbaut habe, allein fast auf dieser Stufe, ist ein ganzes Haus. Naja, ein ganzes Haus nicht unbedingt, aber ein halbes. Das heißt, ich habe hier natürlich extrem viel verbaut, extrem hoch gebaut. Und ja, wir sind immer noch nicht oben. Es geht wahrscheinlich auch nochmal zwei, drei Stockwerke weiter. Nee, jetzt sind wir endlich ganz oben. Also ist auf jeden Fall eine Ecke Holz und Stein, was hier verbaut wurde. Und wenn ich hier runterspringe, bin ich definitiv tot. Das weiß ich mittlerweile. Deswegen gehen wir die Stufen von hier aus runter. Aber ich glaube, ich werde das abreißen, weil ich brauche auf jeden Fall Baumaterialien bzw. Platz. Weil ich kann gerade mal 800 oder 807... oder 808 irgendwie sowas, Wände oder Bodenplatten oder Decken oder sonst irgendwas noch setzen. So, machen wir erstmal das Ding weg, das Holzteil geht schneller. Oh Gott, ey, das wird gleich wirklich ein schöner Einsturz. Und dann werden wir auf jeden Fall ein neues Dach hier drauf bauen. Da werde ich mir gleich ein bisschen Gedanken machen, was man da hinbauen sollte, und da kommen auch schon wieder die Baumaterialien rein. 800, ich weiß, 822 steht da jetzt, ist nicht ganz richtig. Wenn ich jetzt gleich was setze, kommt dann gleich wieder der neue Punkt dazu, beziehungsweise jetzt sind es 826, ohne dass was gebaut wurde, es ist 835, genau, es dauert ein bisschen, bis halt gleich wieder dieser Platz kommt, beziehungsweise bis meine ganzen Baumaterialien so gesehen wieder auf, was müsste ich kommen, 1800, irgendwie sowas in dem Bereich, wahrscheinlich sogar noch höher. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier uns ein neues Dach bauen, aber als allererstes werde ich diese Warnung da ablaufen lassen, weil die stört mich doch irgendwie, wenn ich jetzt hier am Bauen bin. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn alle Baumaterialien oder alle Plätze wieder zurück in meinen... Das hätte auch wirklich instant kommen können. Naja gut, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die Dinger da abgelaufen sind. Okay. Fuck. Kann ich irgendwie was, kann ich das irgendwie zurückmachen? Gibt es irgendwie einen Zurücksetzen-Knopf? Verdammt, der Turm war gar nicht so groß. Der war nur 480 Klötze groß.
Ja, okay, gut, aber 480 ist gar nicht so wenig. 480 kann dich so gesehen mit 480 da einen riesen, ich brauche noch nicht mal, um diesen Turm einzubauen, wirklich, klar, um sowas raufzubauen, da sind ungefähr auch wieder 300 bis 400, also sag ich mal ungefähr 400 Baumaterialien reingegangen. In den Turm ein bisschen mehr. Aber wenn ihr das so sieht, könnte ich halt diese 400 Baumaterialien, die ich gerade aus diesem Turm hier rausgekriegt habe, da hinten wieder reinsetzen und dann baue ich hier ein kleines Dach nochmal rauf mit ungefähr 50 Baumaterialien, würde ich mal schätzen, irgendwie sowas in dem Bereich. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt Gedanken machen, was ich hier hinbaue und ob ich die Ecken hier so lasse, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall das da vorne werde ich so lassen und vielleicht werde ich, ja, das ist jetzt wirklich die Idee, ich kann das Dach von da unten hochziehen, nur knapp bis da. Ich werde mir mal ein bisschen was überlegen, vielleicht komme ich auf eine lustige Idee, aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das Dach hier machen soll. Auf jeden Fall so platt lassen werde ich es oder kann ich es nicht, weil Einschläge oder Viecher, die von da oben werfen sollten, beziehungsweise von da oder von da hinten oder auch von da unten oder von irgendwo auf jeden Fall würden auf jeden Fall die Decke treffen. Deswegen muss ich auf jeden Fall noch irgendwas draufbauen, damit ich halt Einschläge, die reingehen, auf jeden Fall nicht hier oben auf diese Platte raufgehen, weil direkt darunter ist natürlich der Core. So, ich werde mir jetzt ein paar Gedanken machen und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Ich weiß zwar noch nicht ganz, was das werden soll, aber ich glaube, irgendwie so in die Richtung werde ich das bauen. Ich weiß nicht, ob ich hier in der Ecke auch nochmal Sachen anbringe. Ich glaube, sollte ich, sonst wird das die Ecke, wobei ich kann die Ecke auch so aufmachen. War hier geschlossen, da aufmachen. Also ich muss das überlegen, ob ich das so lasse, so wie das jetzt ist. Ja, habe ich an der Stelle, anstatt so eine Ecke zu machen, habe ich natürlich einen Torbogen hingesetzt, damit man besser hoch und runter laufen könnte oder kann. Ansonsten ist der Weg natürlich nur bis zur Hälfte eingebaut und man könnte nur hier ganz knapp hochgehen, damit man auf jeden Fall schnell hoch und runter kommen kann, beziehungsweise wenn man sowieso jetzt in den Turm laufen möchte, damit man nicht ganz an der Seite laufen muss. So, jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das hier mache. Hier werde ich auf jeden Fall die Treppe hätte ich da lassen können, weil hier werde ich auf jeden Fall wieder eine Treppe hinsetzen, aber die musste ich natürlich abreißen, damit der Turm einstürzt. Jetzt werde ich überlegen, wie ich das mit der Decke oder eher gesagt mit dem Dach mache. Das Ganze upgraden, das werde ich gleich machen. Dafür habe ich noch genug Baumaterialien und ich würde sagen, ich gucke mal, wie ich das genau mache. Gucke ich mir das gerade aus der Entfernung an. Da muss noch irgendwas, muss da auf jeden Fall noch hin. Klar, aufgewertet muss es noch werden, dann sieht es auch noch ein bisschen anders aus, aber das Dach gefällt mir noch nicht wirklich. Also irgendwas fehlt da noch. Ich glaube, ich werde hier in dem Bereich noch einen Torbogen ansetzen. Vielleicht werde ich da zumachen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das Dach weiterbaue, beziehungsweise wie ich das genau setze. Also das ist auf jeden Fall in Ordnung da. Ich gehe mal ein kleines Stück höher. Oben sind vier, fünf kleine Spitzen drauf sogar. Also oben sind fünf kleine Dächer. Ich habe das extra so weit gebaut, dass ich nachher von da aus wieder aufs Dach komme, von da aus wieder reinkomme in den Turm, wenn ich es denn möchte. Beziehungsweise von da aus mit einer Schräge runter aufs Dach und von da aus mit einer Schräge runter da wieder rein. Ich werde noch ein bisschen was bauen. Die Ecke ist mir eigentlich noch zu gerade da, eigentlich mehr oder weniger. Ich bin da noch eine Schräge, gut, da kommt noch eine Schräge rüber, die von da aus darüber kommt. Wobei das geht eigentlich, auch wenn es da relativ flach ist. Vielleicht werde ich das Ganze. Ah, ich weiß, wie ich das mache. Ich werde das einfach, anstatt nach vorne zu setzen, werde ich das in die Tiefe setzen. So, ich werde nochmal hoch. So, ich glaube, mit dem Dach bin ich nicht wirklich zufrieden, beziehungsweise eigentlich schon. Eigentlich muss ich nur ein bisschen was verändern und ein bisschen was machen. Und dann wäre das schon gar nicht so verkehrt, was ich bis jetzt gebaut habe. Graden die letzten paar Sachen auch nochmal ab. Und dann gucken wir uns, da bin ich schon und da muss ich noch. Gucken wir uns das Ganze nochmal von unten an. Ich überlebe das hoffentlich. Ich bin Ja, verwundet. knapp. So sieht das Ganze aus. Die Stäbe oder diese Extensions kommen jetzt von oben raus, gehen einmal rum. Das Ganze ist in die Tiefe gezogen. Ich weiß auch noch nicht, ich könnte das natürlich da auch noch machen, dass ich die
auch noch bis da unten angleiche, aber ich weiß es noch nicht. Also das Dach gefällt mir allgemein irgendwie noch nicht so. Also das ist jetzt erstmal nur provisorisch drauf gebaut, weil ich das ganze Dach versuche umzudrehen, dass es natürlich da auch nochmal eine Ecke weiter hoch geht, bis vor dann die Spitze kommt. Aber irgendwie gefällt es mir noch nicht so. Ich meine, die Ecke da ist sehr nice, aber die Ecke könnt ihr auch manuell anbringen, indem ich dann die Ecke wegnehme, da dann vielleicht eine Spitze drauf setze, aber ich weiß es noch nicht. Also die Ecke, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir auf jeden Fall diese Ecke vom Dach nicht. Ich meine, man kann damit ganz lustige Sachen bauen, aber dann hätte ich das Ganze ein breiter bauen müssen, anstatt ein breit, müsste es dann zwei in der Mitte breit sein. Dann könnte ich so ein Dach ganz gut verbauen. Vielleicht werde ich das bei irgendeinem Turm machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das Dach auf jeden Fall so machen werde. Auf jeden Fall gefällt mir der Unterbereich jetzt vom Turm viel, viel besser. Auf jeden Fall auch der Bereich, wo es so rumgeht. Allgemein der komplette untere Bereich sieht ein bisschen schöner aus. Das werde ich vielleicht noch zu Stein machen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht lasse ich das zu Holz und vielleicht mache ich die Ecke, die da einfach rausgeht, auch noch weg und werde das einfach nur unten drunter ziehen. Ich glaube, ich werde das mit Holz lassen. Das sieht ganz schön aus mit dem Stein zusammen. Aber ich habe kein Holz mehr. Ich habe noch massig an Stein in meinem Lager und ich habe auch noch massig an Metall. Und ich habe gerade gesehen, ja, super. Ich habe kein Holz mehr, kann kein Dach draufziehen. Jetzt muss ich also zwangsweise erstmal Holz farmen gehen. Ja, sollte ja nicht das Problem sein. Geht schnell. Werde ich jetzt eben 2.000, 3.000 Holz farmen. Werde die wieder einlagern und dann werden wir hier dran weiterbauen. Und wenn dieses Haus dann mehr oder weniger fertig ist, dann ist es auch nicht mehr weit. Ich muss nur noch zwei Missionen machen, dass wir den nächsten Turm bauen können. Ob ich jetzt den Turm oder den Turm nehmen werde, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal Holz farmen. Dann bauen wir diesen, ja, den eigentlichen Turm, der mal wirklich groß war. Den kleinen Turm mittlerweile so gesehen. Dann bauen wir den fertig. Bauen da eine Etage runter und da noch eine Etage runter, dass wir auf den Dach oder auf den Turm wieder zurückkommen. Und dann werden wir auf jeden Fall den nächsten Turm bauen. Ich würde sagen, ich gehe eben schnell farmen und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, jetzt hat sich wieder ein bisschen was verändert und das Dach da auf jeden Fall ist zu weit überstehend. Das muss ich auf jeden Fall gleich verändern. Das sieht nicht gut aus. Die Ecke finde ich cool. Also die Ecke finde ich ziemlich perfekt, so auch so mit der Ecke darunter. Ich muss in die Tiefe, das habe ich noch nicht gemacht. Oder habe ich das schon gemacht? Ich gucke gerade. Oh doch, das habe ich schon gemacht. Da habe ich auch schon die Tiefe angebracht. Also das heißt, wenn man von weiter hinten guckt, kann man nicht in den Turm reingucken. Gut, es ist noch nichts aufgewertet. Unten sind wir aufgewertet in dem Bereich. Allerdings gefällt mir das Dach da noch nicht. Das da ist natürlich einmal überall im Kreis rum. Aber soweit das Dach mit den Spitzen raus gefällt mir ganz gut. Wir gucken uns das nochmal von oben an, weil es oben relativ flach noch ist, beziehungsweise noch nicht wirklich viel drauf. Ich werde nachher auch die gleiche Spitze sowas mehr oder weniger, wie ich sie da drauf setzen werde, werde ich sie, glaube ich, auch hier drauf setzen, weil es ist halt relativ flach, auf jeden Fall da in der Mitte. Da noch ein bisschen hochgehen, vielleicht noch ein bisschen was raussetzen, dass das Ganze so ein bisschen aufgeht. Auf jeden Fall gefällt es mir so besser. Das Dach, wie gesagt, muss ich noch verändern. Oh, wie ich das Dach mache, weiß ich nicht. Also ich möchte am liebsten auf dieser Höhe nicht unten reingucken können. Vielleicht, ja, ich weiß es noch nicht. Vielleicht werde ich das Ganze auch noch mit einer weiteren Wand einfach davor ziehen, dass das Ganze einfach nur, im Moment sieht man das Ganze, ich gehe nochmal runter. Hier unten ist eine Tür, dass ich da reingucken kann. Vielleicht werde ich einfach nur eine Wand hinziehen, dann die Decke bis dahin und das Ganze wegnehmen. Jetzt werde ich mir nochmal Gedanken machen und werde erst nochmal abreißen. Auf jeden Fall das Dach, dann zeige ich das gleich nochmal und dann werde ich auf jeden Fall nochmal Holz farmen gehen. Wir sehen uns sofort wieder. So, jetzt ist die überstehende Kante erstmal weg. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Kann man ein bisschen weiter drunter gucken. Sieht man ein bisschen mehr von dem Turm. Eigentlich, jetzt habe ich oben auf dem Dach schon wieder irgendwas drauf gebaut. Auf jeden Fall da, weil da muss irgendwas noch hin. Ich muss auf jeden Fall irgendwas, das wollte ich mir jetzt angucken. Und das gefällt mir auch nicht. Also die Schräge und dann mit der Schrägen da zurück, beziehungsweise dann an die Seiten das zu. Ist zwar ganz lustig, noch so eine weitere Spitze, so eine Spitze wie da drauf zu haben. Ich muss aber noch was in die Mitte bauen. Und ich glaube, ja, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Das ist wirklich so ein Ding, dass ich mir das halt oben als Kreuz gelassen habe. Und
dann halt diese Ecken drauf habe. Die Ecken finde ich eigentlich ganz nice und ich finde auch diese Kante, die da runter geht, ziemlich nice. Das, diesen Balkon, diesen, ja, diesen Vorsprung, den es da gibt, der sieht ziemlich cool aus. Allerdings verzweifle ich gerade wirklich am Dach und ich habe keine Ahnung, wie ich das Dach machen werde. Ich will nicht einfach nur ein flaches Dach machen, ich möchte schon irgendwie, das Dach soll schon noch ein bisschen was noch aussehen. Ich glaube, ich werde das da oben auch gleich nochmal abreißen, also auf jeden Fall die oberste Ebene, dass das wirklich platt ist, auch diese Kante, die da wahrscheinlich ist, und dann werde ich mir was überlegen. Allerdings habe ich mal wieder kein Holz und habe schon wieder 2000 Holz verballert, indem ich einfach ja hier aufgebaut habe, was abgerissen, neu hingebaut, abgerissen, neu hingebaut, und irgendwie gefällt es mir nicht die ganze Zeit. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal Holzfarm gehen und nicht nur so ein bisschen Holz, sondern gleich ein bisschen mehr Holz, dass ich hier nicht dauernd wieder losgehen muss oder einfach mehr Materialien habe und ein bisschen mehr planen kann. Und dann sehen wir uns hier wieder und dann werden wir zusammen das Dach, glaube ich, mal zusammenbauen. Beziehungsweise dann werdet ihr das auch oben sehen, was für ein Problem ich da oben habe, um das Dach wirklich schön zu gestalten. Leute, ich danke fürs Reinschauen. Lasst mir einen Kommentar da, würde ich mich tierisch drüber freuen. Und wenn ihr mich abonniert, wäre es mega cool. Da kriegt ihr von mir einen Daumen nach oben. Und wir werden uns auf jeden Fall im nächsten Gameplay sehen. Da werden wir das Dach zusammenbauen, weil ich weiß nicht, wie ich das Dach bauen soll. Und das ist wirklich eine kleine Schwierigkeit da oben mit diesem Kreuz, was da ist. Leute, wir sehen uns. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao, ciao.